In diesem Video möchte ich Ihnen einmal das Gerät von Neurosim vorstellen und zu Beginn möchte ich Ihnen einmal sagen, dass das kein gesponsertes Video ist, aber ich möchte Ihnen das Gerät vorstellen, weil es extrem viele gesundheitliche Vorteile für Sie hat. Und wer Interesse an das Gerät hat, kann unten in der Videobeschreibung einmal vorbeischauen, da habe ich einen Rabattcode für Sie. Und was macht das Gerät überhaupt? Warum sollte man das haben? Und zwar ist es so, dieses Gerät stimuliert den Vagusnerv. Und der Vagusnerv sorgt letztendlich dafür, das ist der 11. Hirnnerv, und der versorgt letztendlich das Herz, die Lunge, die inneren Organe und alles, was man vom Körper nicht aktiv ansteuern kann. Und bei vielen Menschen ist es in der heutigen Zeit so, die sind ständig vom Stresslevel sehr, sehr hoch. Und wenn das der Fall ist, kann es beispielsweise sein, dass die Verdauung nicht mehr richtig funktioniert, wie sie sollten, die Peristaltik eingeschränkt ist, der Schlaf nicht mehr so tief ist, aber auch beispielsweise, dass die Konzentrationsfähigkeit nicht so stark ist oder beispielsweise, dass viel Müdigkeit vorherrscht und vieles, vieles weitere. Und da kann dieses Gerät halt extrem helfen und ich möchte jetzt wirklich einmal ins Detail gehen, was es eigentlich ganz genau macht, wie das funktioniert und was es auch bei mir wie persönliche Ergebnisse gemacht hat und wie man das am Ende anwendet und auch wer das nicht anwenden sollte. Deswegen schauen Sie das Video auf jeden Fall bis zum Ende an. Zu Beginn möchte ich einmal die ganzen Vorteile hier einblenden, was das Gerät überhaupt macht. Es gibt zahlreiche Studien, es wurden da schon über 10 Millionen nur für dieses Gerät investiert in Studien, die extrem vielversprechend sind. Und das macht dieses Gerät auf jeden Fall absolut einzigartig. Und was es vor allem interessant macht für viele Zuschauer, dass es die Entzündungswerte im Körper reduziert. Und das sowohl beispielsweise im Darm als auch in den Gelenken. Und dadurch entsteht halt eine Schmerzfreiheit. Denn ganz, ganz viele Gelenkerkrankungen und Schmerz entstehen letztendlich durch Entzündungen im Körper. Und Entzündungen entstehen letztendlich durch oxidativen Stress, das heißt letztendlich freie Radikale, die das Gelenk mit der Zeit kaputt machen. Und in den Studien zeigt es, dass die Schmerzen bei den Patienten, die unter Gelenkerkrankungen leiden, deutlich reduziert werden. Das können Sie hier einmal unten in der Videobeschreibung auch einmal nachlesen. Und das ist der erste sehr große Vorteil, der hier besonders wichtig ist. Ein zweiter Vorteil ist auch, wie gesagt, bezüglich den oxidativen Stress nochmal, um darauf nochmal näher drauf einzugehen, dass das auch dafür sorgt, wenn man sehr viel oxidativen Stress hat im Körper, dass man dazu neigt, als Mensch sehr schnell zu altern. Viele Menschen mit 30 oder 40 bekommen heutzutage schon graue Haare und das ist nicht physiologisch und auch nicht immer zwangsläufig Genetik. Aber bei ganz vielen Menschen ist es nicht nur die Genetik, sondern vor allem der oxidative Stress, der extrem hoch ist und der dafür sorgt, dass der Körper sich nicht mehr ausreichend erholen kann in der Nacht und dass das die Folgen hat, wie starke Falten schon frühzeitig im Gesicht und auch wie gesagt graue Haare und auch Haarausfall. Das ist ganz, ganz häufig ein Symptom von Stress. Der dritte Vorteil ist, dass es die Gedächtnisleistung deutlich verbessert. Und das Ganze müssen Sie sich vorstellen, dass im Endeffekt Sie eine Art Tunnelblick haben in diesem Kampf- oder Fluchtmodus, wenn Sie nicht entspannt sind. Beispielsweise, wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie aus unseren Vorfahren noch weglaufen mussten von einem Tiger oder auch jagen mussten etc., das hat extrem viel Stress im Körper verursacht und viele Menschen befinden sich in diesem Modus, obwohl sie ja gar nicht aktiv jetzt jagen oder so, einfach weil das Stressniveau so dermaßen hoch ist. Und natürlich kann man sich in so einem Stadion nicht gut konzentrieren, wie wenn man komplett entspannt ist und dadurch verbessert das auch die Lesegeschwindigkeit, die Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und damit hat es auch eine sehr gute Alzheimer-Prävention und das ist auch alles in den Studien unten einmal verlinkt. Weiter geht's zum vierten Punkt. Ein Punkt, der extrem viele Menschen betrifft, weil es die meisten Klicks auf meinen Kanal hat und zwar verbessert es die Blutzirkulation. Einfach weil die Gefäße wieder sich besser entspannen können und dadurch das Blut letztendlich leichter
wieder durch den ganzen Körper transportiert werden kann, ist es für Sie extrem hilfreich. Fünftens, es verbessert auch den Schlaf, insbesondere in die Tiefschlafphase, weil Sie sich auch wieder leichter entspannen können und dadurch können Sie leichter durchschlafen. Und auch der Schlaf ist natürlich die Nummer eins für ein gesundes Leben, wichtiger als alles andere, meiner Meinung nach. Nur wenn man einen guten Schlaf hat, hat man letztendlich auch eine gute Gesundheit. Das ist noch wichtiger als eine gute Ernährung, meiner Meinung nach. Als letzten Punkt möchte ich auch noch nennen, dass es bei Post-Covid auch zahlreiche Studien gibt, die mit dem Gerät extrem positiv ausgefallen sind. Bei Müdigkeit beispielsweise oder Gehirnnebel ist es extrem hilfreich auch. Und alle weiteren Vorteile von dem Gerät werde ich hier nochmal erneut einblenden, dass Sie da nochmal vorbeischauen können. Ich möchte hier auch einmal meine persönlichen Erfahrungen mit Ihnen mitteilen. Bei mir ist es letztendlich so, dass es mir persönlich extrem dabei geholfen hat, in den letzten 3 Monaten ca. 5 Kilo Körpergewicht zu verlieren. Und wie hat das Ganze funktioniert? Die Vorteile habe ich ja noch gar nicht genannt. Und zwar ist es so, dass bei mir das so ist, dass ich auch, wenn ich unter Stress war oder gewesen bin, auch häufig leider zu viel gegessen habe auf einmal. Und natürlich neigt man dazu, dass man dann einfach zunimmt. Dadurch, dass ich jetzt im Allgemeinen viel entspannter und ausgeglichener bin, merke ich schon viel schneller, jetzt bin ich satt, ich überesse mich nicht mehr und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich von ca. 20-21% auf 14% Körperfett gekommen bin, was nahezu 5 Kilo Fett entspricht und ich bin extrem glücklich darüber. Ich werde das hier auch einmal einblenden, meine Fitnesswerte von mein Fitnessstudio, da kann man das tracken und ja, das ist etwas, was mich extrem positiv begleitet hat. Ein zweiter Punkt ist, dass es meine Gedächtnisleistung sehr verbessert hat. Ich studiere noch Osteopathie und habe auch so noch viele weitere Sachen im Privatleben zu tun, als auch beruflich. Und das ist halt einfach sehr fordernd, nebenbei noch zu studieren. Ich lerne auch noch Portugiesisch zum Beispiel als dritte Fremdsprache. Und es ist natürlich alles fürs Gedächtnis sehr, sehr fordernd, auch diese Videos zu machen und so weiter und so fort. Und bei mir ist es letztendlich so, dass ich eine sehr, sehr viel bessere Merkfähigkeit habe wie zuvor. Beispielsweise, wenn ich Vokabeln lerne, früher musste ich sehr lange überlegen, wie hieß die Vokabel nochmal oder andere Fakten, wo man einfach das Wissen brauchte. Mittlerweile gucke ich mir das an und ich habe es mir fast gespeichert und da erkenne ich mich jetzt in diesem Sinne selber gar nicht wieder, weil früher brauchte ich tatsächlich relativ lange, um mir Sachen auch zu merken und mir hilft das Gerät enorm, ja, Sachen einfach zu merken. Der dritte Punkt, den ich auch deutlich gemerkt habe, ich bin deutlich entspannter. Ich kann mit Situationen, die mir früher großen Stress bereitet haben, heute viel besser damit umgehen. Und damit lebe ich einfach entspannter und mein Schlaf ist dadurch besser und ich fühle mich einfach im Allgemeinen besser. Und das waren so die Hauptvorteile für mich. Jetzt möchte ich einmal dazu kommen, wie man das Gerät dann anwendet. Und zwar ist es so, dass das Gerät einmal an dem linken Tragus getragen wird. Das heißt, es wird genau hier rangemacht und dann ist es letztendlich so, dass es sehr einfach zu bedienen ist. Das heißt, Sie haben hier nur einen Anknopf, hier unten. Und wenn Sie anfangen, dann stellt es automatisch auf 60 Minuten ein. Solange müssen Sie aber zu Beginn nicht machen. Ich aktiviere das jetzt aber einmal. Und dann geht es einfach letztendlich nur mit Plus oder Minus. Können Sie das langsam hoch und runter stellen. Und wichtig ist, dass Sie zu Beginn einmal ein leichtes Kribbeln spüren sollten, wo Sie merken, jetzt spüren Sie einen leichten elektronischen Impuls. Und dann bringen Sie das langsam wieder zurück. Ich mache das in der Regel meistens so zwischen 30 bis 35 vom Wert und dann bleibe ich dort in der Regel in diesem Bereich. Und ich mache das persönlich immer zweimal am Tag, 30 Minuten, manchmal auch einmal am Tag 60 Minuten. Das ist eigentlich so die Vorgehensweise. Sie können aber auch am Anfang erstmal leichter anfangen mit ca. 5 oder 10 Minuten. Wenn Sie jetzt noch hier einmal raufdrücken, dann ist das aktiviert. Dann leuchtet unten die Lampe hier blau und dann ist es im Prinzip schon an. Und das ist eigentlich schon eine extrem simple Vorgehensweise. Ich kann Ihnen dabei nur empfehlen, dass Sie, wenn Sie das nutzen,
am besten sich hinlegen, das heißt auf dem Liegestuhl oder auf die Couch, einfach sich entspannen, ja. Gegebenenfalls was lesen, irgendwas Leichtes machen. Ja, da ist es einfach nochmal förderlicher, dass sie sich auch nochmal, ja, physisch und psychisch dann leichter entspannen können. Wichtig ist, dieses Gerät, also es gibt keine Studien für Kinder. Das ist ganz wichtig. Das heißt, als Kind sollte man das auf gar keinen Fall verwenden. Auch für Schwangere sollte man es nicht verwenden. Das sind so die zwei Hauptkontraindikationen. Wenn Sie allerdings irgendwelche starken Vorerkrankungen haben, mit dem Herz gegebenenfalls oder andere Sachen, dann, bevor Sie das nutzen, sprechen Sie da auf jeden Fall mit Ihrem Arzt des Vertrauens. Fragen Sie, ob das für Sie sinnvoll ist oder nicht. Wenn Sie keine Vorerkrankung haben und grundsätzlich gesund sind, aber trotzdem präventiv für Ihre Gesundheit was machen möchten, dann sollte das in der Regel kein Problem sein. Sie können aber natürlich immer auf Sicherheit nochmal einen Vorab-Check beim Arzt machen. Und wichtig ist, dass das Gerät mindestens am besten für 2 Monate eingesetzt wird, denn so sind auch die Studien ausgelegt, dass es über einen längeren Zeitraum eingesetzt wird. Das heißt, nicht nur einmal für 30 Minuten, einmal pro Tag, sondern wirklich 60 Minuten, auch nicht darüber hinaus. Darüber gibt es keine Studien. Das heißt, im besten Fall maximal 60 Minuten, dass das Gerät genutzt wird. Und erst auch danach kommen mit der Zeit nach und nach die Vorteile. Und so können die das auch messen. Sie können auch selber ihre Herzvariabilität messen oder wie sie sich natürlich fühlen. Und so haben Sie dann die meisten Vorteile. Wenn Sie noch Fragen zu dem Gerät haben, dann stellen Sie gerne unten die Fragen in die Kommentare. Ich werde auch unter der Videobeschreibung, wie gesagt, die Homepage und den Rabattcode noch verlinken. Ich kann es Ihnen wirklich nur empfehlen. Und wenn Ihnen das Video weitergeholfen hat, dann geben Sie auch gerne einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Tschüss.